Ich bin ein Kanu. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist ein weiteres Let's Play Minecraft Adventure Map. Und ja, jetzt mache ich mir hier so ein bisschen beruhigende Musik, habe ich gesagt. Na gut, ich habe es noch nicht ausgesprochen, aber ich habe es gemeint und ich habe die Playlist, die ruhige Playlist angeklickt extra. Oh. Alles hier ganz wow, da ist ja eine Leiter. Wieso sagt mir das denn keiner? Hättet ihr mir das nicht sagen können? Oh Gott, das erinnert mich schon ein bisschen an dieses Kinderfernsehen immer. Aua. Ja, und ich merke schon, das war ja auch im letzten Part so, dass ich so ein bisschen, ein kleines bisschen aufgedreht bin und das ist vielleicht schön, aber auch schön. Und ich bin sowieso der Schönste. Moment, könnte ich nicht rein technisch von hier aus und dann... Wuhu! Hat mir viel einfacher gemacht, als es ist. Oh lol. Normalerweise mache ich das ja immer andersrum. Dann mache ich mir es immer schwerer, als es ist. Go, go. Und man macht sich auch schwerer, als man ist. Hm. Eigentlich wiege ich nur 3 Kilo. Oh lol. Und bin bei Germany's Next Topmodel, ne? Die nehmen ja nur Models, die unter 3 Kilo wiegen. Moment, ich wiege ja dann 3 Kilo. Dann kann ich ja gar nicht bei Germany's Next Topmodel sein. Nein! Alter. Ja, hallo, ich bin die Heidi. Und ich leite Germany's Next Topmodel. Ich bin auch ein Topmodel, deswegen habe ich Ahnung. I lied about the stage. Being easy. Problem? Fuck! You mad? Oh Gott. Ach Gottchen. Das war das einzige Mal, wo auch Gott gerufen wird in unserem modernen Alter oder Zeitalter, ist auch nur, wenn man oh Gott ruft. If you can beat every level without cheating, you get a... Ja. Nein! Oh Mann, ich würde gern wissen, was ich kriegen würde. Aber da stand nichts weiter. Oh nein, jetzt schwebe ich ja im Dunkeln. Wobei Schweben schon ziemlich cool wäre. Ach, fuck, jetzt bin ich wieder fast ganz unten. Komm. Go. Ich bin der Beste. Ich kann einfach alles schaffen. Vor allen Dingen runterfallen. Das, darum bin ich total begnadet. Moment, wann habe ich denn jetzt eigentlich aufgenommen? Genau. Ich habe jetzt nicht die Zeit gemerkt. Oh. Ich hab das immer noch nicht mit der Uhr geregelt. Verdammt! Wieso nicht? Hätte ich das doch mal lieber getan. Aber ich habe mich leider vertan. Pff. Komm. Höher. Ach, verdammt. Wieso falle ich da immer runter? Ich darf da nicht so ganz überhastet sein. Ich bin gerade so ein bisschen mit Puls von 110.000. 110.000? Macht das Sinn? Nein. Egal. Jetzt macht es Sinn. Ja, wenn ich was sage, dann macht das auch Sinn. Hua! Hua! Oh. Kack nur. Ich bin ja voll der Papagei. Hey! Was? Ich bin Papa? Oh Gott, wen habe ich denn geschwängert? Warte, geht auch eigentlich rein technisch. Oh. Oh lol, noob. Wisst ihr Bescheid? Ach, verdammt, egal, ich versuche das jetzt gar nicht mehr. Ich habe gedacht, vom Zaun aus könnte man hier ranspringen, an. Daran. Oh, das geht ja gar nicht. Nein! Das kann ich alles nochmal von vorne machen, ja super. Die schwulen Leute im Knast, die machen immer alles von hinten. Nein! Alter, ich will da nicht mal verkacken. Und dann will ich nicht fallen auf meine Arschbacken. Und dann will ich mir auch keinen Kuchen backen. Von meinen Arschbacken. Mit meinen Arschbacken. Moment, könnte man nicht auch von da aus dann einfach da rausspringen? Und wieso habe ich das gerade so ernst gesagt? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich so ein bisschen anders sprechen. Das hilft bestimmt. Oh
Mann, jetzt kommen wir mal wieder das Hochdeutsch raus mit dem Dat. Ich hab mich jetzt erschreckt und dann gehustet. Ich hab mich verhustet, genau. Oder verhustet. Wie Ute Bauer. So. Ja, das geht sogar. Ist ja voll easy hier. Hier sind voll viel Abkürzungen in der Stage. So, das hier ist nur schwierig. Oh lol. Oh lol. Oh. Wie ich langsam jede einzelne Etage, sage ich jetzt mal, runtergefallen bin. Also, ich war schon da oben. Ich brauchte nur noch den letzten Kreis. Und Gott kann in deinem Leben auch Kreise ziehen, oh yeah. Nein, ich will jetzt hier keine Kirchenlieder anstimmen. So. Ich habe gerade wieder kurz mein Headset verrutscht. Tut mir leid, ich musste mich gerade an oder wohl eher in meinem Ohr kratzen. Richtig schön die ganze Soße da rausnehmen. Hier, das ganze Gold, das habe ich im Ohr gefunden. Nee, Moment. Bei Gold sagt man das auch immer nur aus der Nase, oder? Ach, ich weiß es nicht. Lemmy nothing boring. Then wild stranger appears. Na, hast du schon Gold gefunden? Fuck. Boah, das war jetzt mit so viel Emotion gesprochen. Das war schon Emotion Overload. Overload. Einfach viel zu viel Emotion reingepackt. Wobei, kann man das eigentlich machen? Ja, natürlich kann man viel zu viel Emotion reinpacken. Wenn ich zum Beispiel sage, oh mein Gott, ich bin hier runtergefallen. Dann wäre das ein wenig übertrieben. Vor allem, da es alles nur hier halb so schlimm ist, weil wir immer noch weiterleben können. Oder? Oder ist das, was hier in Minecraft passiert, passiert das auch in echt? Das heißt, wenn ich hier drin sterbe, sterbe ich auch in echt? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das will ich auch gar nicht wissen. So. Ah. Gott, jetzt kommt dieser... Oh nein! Alles von vorne. So, ich glaube, ich benutze hier mal langsam. Moment, jetzt mal die Zeit gucken. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Keine Ahnung. Ich muss das wirklich immer mit der Uhr regeln. Nee, ich glaube, ich fange hier gleich den Cheater-Modus an. Hey, du bist ja voll der scheiß Cheater. Deabonnieren. Und dann bettel ich da so rum. Nein, bitte deabonniere mich nicht. Und wieso habe ich mich gerade selbst mit einer anderen Stimme gesprochen? Keine Ahnung. Könnt ihr mir sagen, liebe Kinder? Nein. Oh. Hey. Komm, ich lasse mir hier schon extra Zeit. Alle Zeit der Welt. 3 Sekunden. Wenn überhaupt. Oh, geschafft. Goldstar. Ach, das kriege ich. Goldstar kriege ich. Ja, alles klar. Das sagt mir zwar nichts, aber okay. Ach, da steht auch noch was. Twisty Jumping it up. Okay. Was haben wir gelacht? Was haben wir für Schmerzen erlitten? So. So, was steht da? Ach so, if you can beat every level without cheating, you get a gold star. I understand it right now. Ja, ich bin der Günther. Ich bin 16 Jahre alt. Und ich habe den Witz verstanden. Jetzt komm, den Sprung will ich jetzt immer noch schaffen. Geht doch. Hell yeah. Moment. So. Nee, nicht hier oben drauf, sondern da. Hier auf dem Wallblock. Ich weiß, ich rushe hier gerade ganz schön durch, aber das muss sein. Just a few more. Okay, das mache ich jetzt ohne. Okay. Cool wäre es jetzt, wenn ein Skelett von da unten schießen würde und zur Seite abschießen würde und wir hier runterfallen würden. Das wäre richtig episch. Whoop! Stage 4, Level 4. Kids Playground. Whoop! Replay. Oh yeah, schmeiß das Replay an.
Da rein? Ich glaube nicht. Oh lolol. Oh lolol. Oh lolol. Oh lolol. Moment, ich hab eine Idee. Und zwar das Schild lesen. Jump here! Okay, ich glaube, ich hätte ein bisschen anders den Weg wählen sollen, aber egal. Oh lol, oh lol. Oh lol, 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 ich bin ein Lollipop. Und ein Lollipop. Eigentlich sollte ich da hochspringen und dann da hochkommen, ach so. Man kann aber auch einfach hier lang rennen und dann hier auf den Baum raufklettern. Yeah, ich hab's mir schon wieder einfacher gemacht, als es eigentlich ist. Jaha! So. Ach Gottchen! Aua, und auch noch komplett durchgefallen. Also, ne? Bei meinen Klausuren natürlich. So. Ach, verdammt! Jump, jump. So. Boah, ich schaff das, ich schaff das. Nein! So, aber wenigstens habe ich den einfacheren Weg gefunden und das ist auch schon mal gut so. So, go, go. Scheiße, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie lange ich aufnehme. Dann wird das ja einfach ein Zweiteiler. Wie so ein Bikini. Bottom. Ja, ich sehe schon, ich muss das mit der Uhr wirklich mal regeln. Oder ich mache jetzt kurz eine Aufnahme, stop, und dann watche ich mal, wie viel ich schon recorded habe. Und so, ne? Also, tüdelü, bis gleich, vielleicht. So, oh. Back in action. Jetzt habe ich das kaputt gemacht, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Egal, ich habe mich ein bisschen beruhigt, ein bisschen mehr zur Entspannung gesinnt. Und mir ist aufgefallen, dass wir noch 4 Minuten haben. Und ein bisschen runterfallen können. Und ich habe das jetzt auch mit der Uhr geregelt. Das heißt, ich weiß genau, wann ich 4 Minuten aufnehme. Ich muss dafür nur mal kurz switchen. Ich will ja auch dafür sorgen, dass ihr immer so ziemlich genau 15 Minuten Parts habt. Aber ich kann das natürlich nicht mal gewährleisten. So. Here we go again with the fan post. Fans post? In der Tat. Ah! Ja, toll. Ja, super. Das kann ich nochmal alles von vorne machen. Und das will ich doch nicht. Das ist doch nicht mein Ziel. Na gut, mein Ziel ist es eigentlich nur, ein großmögliches Entertainment zu bieten. Nein! Aber ich bin die Nummer 1. Ich werde das schaffen. Aber ich glaube, das wäre eine Utopie, eine Wunschvorstellung, wenn ich das schaffen würde. Ich weiß, Utopie ist nicht genau Wunschvorstellung, aber das kann man mal in diesem Fall so, verdeutschen und verdeutlichen. So. Wir entspannen uns mal noch ein bisschen. Die 2 Minuten, die noch übrig bleiben. Und ich sollte, glaube ich, auch nicht ganz so auf die Zeit nennen. Das ist nämlich ein bisschen, glaube ich, nervig. Egal. Ich werde es schaffen. So wahr mein Name Günther ist. Und so wahr meine Leertaste noch nicht kaputt ist, werde ich es schaffen. Und wenn ich es nicht schaffen werde, werde ich es weiter versuchen. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So lange, bis ich es schlussendlich geschafft habe. Yeah. Oh, das geht ein bisschen auf die Stimme, wenn ich so auf cool mache. Weil ich ja sonst nicht cool bin. Genau, jetzt habt ihr mich durchschaut. Haha, du bist nicht cool. So, ich guck
guck mal gerade. Ja, okay, noch eine Minute haben wir. Noob! 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 Oh, die Noob-Sirenen gehen schon wieder an. Ich bin schon wieder noobig geblieben. Gewesen. Geblieben. Gewesen. Geblieben. Keine Ahnung. Entschuldigt für diesen kleinen Huster. Aber ist ja ganz normal. Außer man heißt Gronk. Aber ich will jetzt hier nicht wieder über andere Let's Player reden. In Klammern lästern. Ohne Scheiß, ich hätte doch einfach hier über die Bäume rennen können und dann da rein. Egal, dann bin ich zumindest den richtigen Weg gegangen. Gut, dann öffne ich noch gerade den Checkpoint. Und ich sage erstmal noch, oh yeah, wir haben es geschafft. Auch wenn ich mich ein bisschen verarscht gefühlt habe, weil wir auch einen einfachen Weg hätten gehen können. Egal, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn das heißt, der Let's Play Minecraft. Haut rein.